Herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Ich ergänze mit den Videos ein paar Blog-Einträge, die ich schon auf meiner Website www.herrsteinw.de gemacht habe. Es geht um einen neuen Song, der gerade entsteht. Liebeserkältung heißt er oder Liebesinfektion, das werde ich noch endgültig entscheiden. Diejenigen, die den Blog gelesen haben, wissen, die Idee für diesen Song ist sozusagen autobiografischer Natur und vergleicht den Vorgang, wenn man sich unglücklich verliebt, mit dem Vorgang, dass man sich irgendwo was weggeholt hat und sich erkältet und da jetzt irgendwie durch muss. Ich werde euch jetzt in dem Video kurz erklären, wie das Gerüst dieses Songs ist, damit ihr da eine Vorstellung bekommt. Und in dem Video danach werde ich dann mal die Rohfassung euch vorspielen, sodass ihr eine Idee davon bekommt, aha, das ist also der Song, auf dem der Text, der jetzt noch zu Ende geschrieben werden muss, dann aufbaut. Und es gibt natürlich keine Regeln, die festlegen, es muss so sein und nicht anders. Das hier ist jetzt so entstanden, weil ich eben so tick, wie ich tick. Und das lege ich euch hiermit ein bisschen nahe. Also, die Liebesinfektion ist eine Ballade. Ich habe schon eine ganz konkrete Vorstellung, wie ich die Begleitung für den Song hören möchte. Wir haben drei Teile, nämlich die Strophe, den Chorus und den sogenannten Tail, der sich an den Chorus ranhängt. Und die Blogleser wissen es bereits, die Strophen werden dafür da sein, zu beschreiben, wie man sich diese Infektion holt und wie sie sich in dir ausbreitet und von dir Besitz ergreift. Der Chorus ist ja schon fertig. Er besteht aus ganzen drei Worten, nämlich das geht vorbei. Das ist eben ein tröstender Kontrast zu den Strophen, die das ganze Dilemma ja auseinandersetzen. Und der Tail, der sich an den Chorus ranhängt, der blickt einfach ein bisschen auf die Zukunft. Und im Moment, glaube ich, werden es zwei Versionen. Und die eine hat bereits ihren Text, der da lautet, keine Chance zu fliehen, das zieht nur Energie, die beste Medizin ist die Zeit. Und damit will ich einfach schon mal vorausblicken in die Zukunft. Irgendwann ist das alles gegessen und dann ist das, dann ist auch alles wieder gut. Und okay, für die Strophe, die geht so, die hat hauptsächlich Mollakkorde, wie diesen E-Moll, A-Moll oder auch diesen, der auf D basiert, aber so eine gewisse schwebende Färbung bekommt. Und die Melodie geht so. Dann kommt der Chorus als tröstendes Element. Der hat weniger Töne, die auch länger sind. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Und man mag es nicht glauben, von der Grundstruktur ist der halbe Song eigentlich jetzt schon fertig. Denn es wird dreimal der Chorus auftauchen. Wir haben zwei Strophen. Und jetzt fehlt noch der Tail. Der Tail, wie gesagt, schließt sich an den Chorus an. Der geht so. Keine Chance zu fliehen. Das raubt nur Energie. Die beste Medizin ist die Zeit. Und ich habe harmonisch hierfür einen kleinen Trick angewendet, nämlich den sogenannten Sus-4-Akkord. Das ist der hier, der sich zu einem normalen Dur-Akkord, wie wir ihn aus allen Kinderliedern kennen, auflöst. Ich will damit unterstreichen, man nennt ihn auch Vorhalt-Akkord, denn den lässt man alleine nicht so stehen. Man möchte eigentlich, dass er sich auflöst und alles wieder so geschlossen ist. Und ich habe den eingesetzt, um zu unterstreichen, dass wir jetzt noch in dem Prozess sind. Es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen abwarten, bis wir alles durchstanden haben. Und am Ende, wenn das alles durchstanden ist, dann ist auch alles wieder gut. Ne? Also noch befinden wir uns in dieser Phase und wir wollen, dass es endlich
alles wieder gut ist. Gut, damit haben wir die drei Teile des Songs fertig. Ich habe in der Mitte noch einen Solo-Teil eingebaut. Ich weiß im Moment noch nicht genau, wie der sein wird. Ich höre ganz deutlich so eine Uhu-Stimme. Und das heißt, dieser Teil wird ungefähr so funktionieren. Und denselben Trick mit diesem Vorhalteakkord habe ich auch an dieser Stelle eingebaut, oder im Moment ist es jedenfalls so, um auch instrumental zu unterstreichen, okay, noch sind wir drin, noch ist es nicht so cool, aber am Ende ist alles wieder gut. Ja, damit steht die Struktur des Songs. Wir wissen jetzt, welche Teile wir textlich in welchen Elementen unterbringen. Bleibt also dran, im nächsten Video werde ich den Song einmal durchspielen, dass ihr eine Vorstellung davon habt, wie das ganze Ding sein wird, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Bleibt also dran und bis dann.